Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Voreingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass das gemäß § 92 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vorliegt, eine kurze Debatte über die Beantwortung 14306 der Anfrage 14743 der Abgeordneten Magister Stephan, Kolleginnen und Kollegen betreffend Kinderpornofall Teichtmeister durch die Frau Bundesministerin für Justiz abzuhalten. Diese kurze Debatte findet gemäß § 57a Absatz 4 der Geschäftsordnung um 15 Uhr statt. Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass die Frau Abgeordnete Tanzler beantragt hat, im Unterrichtsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 3155AE betreffend Kinderschutz an Schulen und elementarpädagogischen Einrichtungen eine Frist bis 4. Oktober 2023 zu setzen. Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung abgestimmt werden. Weiters teile ich mit, dass die Frau Abgeordnete Heinisch-Hossek beantragt hat, im Kulturausschuss den Antrag 3148AE betreffend besserer Kinderschutz in Kultureinrichtungen auch eine Frist bis 4. Oktober 2023 zu setzen. Diese Abstimmung wird ebenfalls nach Beendigung der Verhandlungen stattfinden. Und ich teile mit, dass die Frau Abgeordnete Yildirim beantragt hat, den Ausschuss für innere Angelegenheiten zur Berichterstattung über den Antrag 284AEÜ betreffend Ausbau opferschutzorientierter Täterarbeit zur Verhinderung von Gewalt an Frauen und Kindern sowie häuslicher Gewalt eine Frist bis 4. Oktober 2023 zu setzen. Auch dieser Antrag wird nach Beendigung der Verhandlungen zur Abstimmung gebracht. Und ich teile mit, dass die Abgeordneten Markreiter, Kolleginnen und Kollegen, beantragt haben, den Justizausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 361AE betreffend unabhängiger Bundesstaatsanwalt eine Frist bis 1. November zu setzen. Auch das kommt nach Beendigung unserer Beratungen zur Abstimmung. Weiters teile ich mit, dass der Abgeordnete Dr. Scherak beantragt hat, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 453 betreffend eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundesverfassungsgesetz geändert und ein Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen erlassen wird, eine Frist bis 1. November 2023 zu setzen, und Abstimmung wird nach Beendigung der Verhandlungen erfolgen. Um den Punkt 26 unserer heutigen Tagesordnung in Verhandlung nehmen zu können, ist es gemäß § 44 Absatz 2 der Geschäftsordnung erforderlich, von der 24-stündigen Frist für das Aufliegen des Ausschussberichts abzusehen. Dabei handelt es sich um den Bericht des Hauptausschusses betreffend die Erstattung eines Vorschlags für die Wahl eines Mitglieds. Viel Geschäftsführungserklärungen von der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Burris. Tagesordnungspunkt 26 wurde gerade angesprochen. Sie sehen, es wird heute ein sehr, sehr langer Arbeitstag noch für die Abgeordneten. Denn der erste Tagesordnungspunkt steht ja jetzt erst auf dem Programm. Die Aktuelle Stunde und die Aktuelle Europastunde zählt ja nicht zur eigentlichen Tagesordnung. Und es wird jetzt dann mit mehreren Rechnungshofberichten die Debatte fortgeführt werden. Das ist nicht der Fall. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Demgemäß wurde eine Tagesblockzeit von 9,5 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben: ÖVP 185, SPÖ 128, FPÖ 105, Grüne 95 sowie NEOS 76 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 38 Minuten. Darüber hinaus wird deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt. Und wir kommen gleich zur Abstimmung über die soeben dargelegte Redezeitvereinbarung. Bitte um Zustimmung.
Das ist einstimmig so angenommen. Damit gehen wir in die Tagesordnung ein.